Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir sind immer noch in der Schatzsuche. Dementsprechend, jetzt kommen die Karten dran, die mir grausen. 151, mehr kriege ich momentan an Gewicht nicht rein. Ja, wollen wir mal gucken, ob die ausreichen. 51 mal 01, also, ja, gut. Bin jetzt hier oben beim malerischen Ausblick oder Ausguck. Laufen wir hier einmal kurz runter. Die Straße entlang. Kriegen jetzt hier noch ein random Ereignis. Vielleicht haben wir ja gleich nochmal Glück. Und kriegen eine Todeskralle. Nee, Glück kriege ich nicht. Heute gar nichts hier? Ah, doch. Hinter mir. Hinter mir ist Action. Was ist denn hinter mir gespawnt? Ach, Bruderschaftler. Gegen die bösen Supermutanten. So, bevor ihr mir jetzt gleich ins Kreuz geht und so. Lass diese Mutation behandeln. Als Vorbild für den Rest der Truppe. Nee, lass ich definitiv nicht. Könnt ihr knicken? Ich werde doch meine Mutation nicht behandeln. So, hier haben wir dann aber auch schon 51 mal Hügel. Oha. Der wird mich jetzt definitiv überladen. Glaube ich nicht, dass ich das jetzt in einem pack. Gucken wir mal. Ich sehe, Baupläne schon abgelegt. Das sind schon über 40 Kilo Baupläne nur. Und muss man mal bedenken, das ist nur Papier, ne? Nur Papier. Papyrus. Ja, noch hält meine Powerrüstung stand. Ich hätte wohl wahrscheinlich auch eher die Bagger nehmen sollen. Dann hätte ich nochmal 25 mehr haben können. Die hätten jetzt was ausgebracht. Gut. Egal. Zum Glück haben wir das First-Zelt und eine Verwertungsstation. Ja, oh, diesmal nur eine 10 mm. Oh, oh, oh. Dafür aber ein paar mehr Drachen. Ja. Fallenstellerrüstungen, Fatmans. Alles Mögliche. Und genau wieder einen Kryolator. Als wenn das Spiel so sagt, so, ey, du hattest das vorher in deinem Rad, um dich jetzt zu nerven, gebe ich dir genau immer eins, damit du immer Favoritengegenstand wegschmeißen musst. Ne? Genau eins. Es führt sich fort, es führt sich fort. So. Das Gute ist, für jede Waffe, die man jetzt hier quasi aufsammelt, kriegt man auch immer die Standardmunition dafür auch gleich nochmal mit rein. Das heißt, dementsprechend, ja, man kriegt halt alles Mögliche, ne? Kleinvieh macht auch Mist. Das ist so, als wenn man Nahkampf spielt. So. Dann, auf zum nächsten. Jetzt muss ich wieder runterscrollen. Weisheitszauber, ne? 42 Mal. Das war Top of the World. Na. Oder bezüglich in der Nähe von Top of the World. Falscher Bahnhof. Vom anderen wäre es leichter gewesen. Egal. Also muss ich jetzt einmal rüber, über die Roboter rübersteigen. Ansonsten hätte ich nur die Ghule einmal kurz lang nehmen müssen. Jetzt muss ich Ghule und wenn ich Pech habe, auch die Robis nehmen, weil die mich vorher sehen. Weil dazwischen haben wir es ja schon. So, einmal laufen. Hallo, Herr Ghoul. Herr Ghoul Nummer 2. Danke für die Kronkorken. Kann ich hier brauchen. So, jetzt wollen wir ja mal selber gucken, wo, zwischen welchen Gütern war das? Hier war das. Mangt den ganzen Ghoulen. Das sind halt auch so unscheinbare Dinger. Die sieht man auch nicht immer sofort. So, nächsten Hügel. Die dürfte ich vielleicht in einem abarbeiten können. Gucken wir mal, ob wir das heute in der Folge schon fertig schaffen. Aber ich bezweifle es. Ich habe noch ähnlich viele Waldhügelchen.
Wobei die in Toxic Valley, das sind ja nur 4 Karten, die gehen ja schnell. Das sind eigentlich relativ simple Karten. Muss man nicht so weit laufen. Aber gerade die Savage und Ghoule, die nerven schon ein bisschen. So. Und sammeln, sammeln, sammeln. Wunderbar. Brutz. Jetzt haben wir hier 03. Das wäre jetzt Top of the World. Einmal kurz und so. Jetzt könnten wir nochmal zum Random-Ereignis runterlaufen. Da haben wir Glück und kriegen nochmal Blutadler. Ach, ich laufe in die falsche Richtung. Blutadler. Gerade noch rechtzeitig gemerkt. Gerade noch rechtzeitig gemerkt. Da müsste dann auch schon mehr mit Glück zu tun haben als alles andere. Hier was Anständiges zu finden. Ah, ich habe wieder eine 10mm. Ich wollte nur mal checken. Und wir haben... Siedler. Kann ich gleich wieder umdrehen? Meistens haben sie nur Raider oder... irgendeinen anderen Clean Mist. Ah, man hört es schon. Raider und Co. prügeln sich da schon. So. Jetzt folgen wir euch hier nochmal. Nehmt mein Hügelchen. Da ist mein Hügelchen. So. War klar. Aber nicht so wild. So, davon hatte ich jetzt nicht so viele. Wer ist jetzt das nächste? Komm schon. So, 04. Ja, gut, das wäre ja der oben bei Solomons Teich. Brauchen wir einen Behemoth? Einen Behemoth brauchen wir eigentlich nicht. Wüsste jetzt nicht warum. Das ist sogar meine Automatik. Meine Veränderung. So, jetzt gleich noch den Einkryolator. Das muss ja bleiben. Geht ja nicht anders. Okay, es sind 2 Kryolatoren. So, komm schon. Einmal bisschen Stahl für Papi. Alles schön mit dem Wiederverwerter verschreddert hier. Kommt man um den Stahl nicht mehr drum rum. So, dann können wir das hier einmal kurz ablegen und das hier einmal ablegen und hey, so. Was hatte ich jetzt gesagt? Jetzt bin ich... Stimmt, Solomons Teich. Solomons Teich. Müssen wir aber Floater müssen wir trotzdem wegmachen. Da kommen wir nicht drum rum. Ah, dann laufen wir hoch statt runter. Aber wenigstens brauche ich nur 3 Stück wegmachen. So, gib mal her. Und jetzt noch den Kältefloti. Komm mal her, du Ballonkopf, du. Du Heliumkopf. Voll die Beleidigung für dich. So, dann wollen wir hier mal einmal kurz abernten. Nächster Hügel. Jetzt habe ich gar nicht geachtet, wie oft ich jetzt die Karte habe, aber egal. Wir werden gleich entweder hören, ich bin überladen, oder ich kann gleich zur nächsten Karte.
man nicht alles für so ein bisschen klein bisschen Stahl tut, ne? Ich glaube, ich laufe demnächst nur mit Wurfmessern rum. Mal ein bisschen Stahl wegwerfen. Die werden ja nur aus Stahl angefertigt. Hau uns ein Wurfmesserbild. Okay. Kann man ja noch nicht mal Wurfmesserbild nennen, weil... Was braucht man? Schleichen? Das war's. So, 42 Mal. Ja, gut. Das können wir von hier aus dann auch gleich erreichen. Da müssen wir dann aber nur ein Stückchen laufen. Ist von hier aus ja ein bisschen einfacher. Da, zu der Werbetafel möchte ich. Genau zu der, zu keiner anderen. Und wir haben einen legendären, tödlichen Floater. Hallo. Hier werden sie zerschnetzelt. So. Ich habe einen Boomstick gekriegt. Nee, das ist gelogen. Das ist gelogen. Ach, unnachgiebig. Raider-Rüstung. Strahlenresistenz und... Oh Gott. Ey, du hast Strahlenresistenz drauf. Genial bei unnachgiebig. Und dann Erholung. Ah. Das ist so dasselbe mit stärkend. Warum? Warum? Warum macht man sowas? Das ist wirklich so eine Kombination, die gehört eigentlich verboten. Die dürfte eigentlich nicht auf Rüstung kommen. Wenn du dich dann freust, boah, ey, ja, endlich, stärkend oder unnachgiebig. Ja, geil, mit Strahlenresistenz. Zweiter Stern und der dritte, Erholung von Strahlung. Was soll ich denn damit? Oh, ich habe keine 10 mm gekriegt. Oh, wir durchbrechen den Kreislauf. Aber komm, mein Kryolator krieg ich doch trotzdem, bitte. Bitte. Jetzt habe ich mich schon dran gewöhnt. Kettensäge. Ja, boah, ich krieg nicht nur einen Kryolator. Hier, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kryolatoren, weil ich's kann. Sexy. Kann ich ja wieder ordentlich Gummi hier ausgeben demnächst. Na ja, gut, Stoff hat man ja sowieso auch relativ viel. Holz kriege ich jetzt auch gerade wieder ordentlich ein bisschen was rein. Weil meiste ist sowieso. Ne? Stahl! Gib mir Stahl! Wäre halt noch schön, wenn ich noch irgendwelche Baupläne lernen könnte. Von den ganzen Verwerten hier. So, verlängerte Kanone und Armbrust. So, dann einmal hier reinschmeißen. Einmal hier reinschmeißen. 213, naja, es wird schon schwieriger. So, ich müsste sowieso mal gucken, ob ich nachher noch irgendwelche Baupläne jetzt nachher hier könnte oder nicht könnte. So, aber jetzt erstmal 6. Der gute Palast des verschlungenen Pfades. Unsere Teezeit, Palästchen. Und immer gut, um Silber abzuernten. Die guten Silberschalen. So, wir wollen aber jetzt hier keine Teekassen, Teetassen, ja. Teekannen. Wir brauchen auch kein Silber. Wir wollen jetzt hier hinten einmal nämlich runter zu unserem abgeknickten Baumstamm. Da unten ist er. Ah, ein Ehrenbegräbnis. Hier spricht der Bürgermeister von Quentin. An alle, die mich hören können. Hört mich jemand? Nein. Hallo. Man hört dich nicht. Der Kurator von Bricketsford hat eine archäologische Entdeckung gemacht. Er benötigt Ihre Hilfe.
Anscheinend hat er einen weiteren Soldaten ausgegraben. Er braucht ein ordentliches Begräbnis auf dem Soldatenfriedhof. Also der Soldat, nicht der Kurator. Aber den Kurator könnten wir doch auch mal beerdigen. Wäre mal was Neues. Natürlich, mit der letzten bin ich überladen. Na dann. Gehe ich mal eins weiter runter, damit ich immer kurz einen Panzer hinstellen kann. So. Jetzt habe ich wieder meine 10mm Pistole. Also zum Drachenfarmen ist das hier eigentlich auch immer relativ entspannt. Dann braucht man nicht immer so die Random-Behälter durchrümpeln. Na, kein Kryolator diesmal. Haben die sich jetzt abgewechselt, ja? Ganz, ganz böse. Ganz, ganz böse. So, dann einmal das hier rein. Zack. Einmal das hier rein. Zack. Dann einmal runterscrollen, weil irgendwo da unten soll das nächste sein. 37 Mal. Das ist jetzt aber komplett entgegengesetzt. Da müssen wir dann hier einmal zum südlichen Ausguck. Weil wir müssen jetzt gleich ein bisschen springen. Aber gut, ich habe Powerrüstung. Zur Not, ich habe mir früher auch immer Ziegenbeine reingemacht. Wenn ich jetzt mal keinen Bock hatte, Powerrüstung dafür rauszuholen. So, wer will denn hier noch, hä? Du? Kratzt mich doch nicht. So, dann gucken wir gleich nach unserer kleinen Medaille. Nein, ich kann nicht warten, Beleidigungsbot. Du musst mir schon hinterherkommen. So, hier haben wir das kleine Münzchen. Heute kann man dich recht gut erkennen. Sogar sehr gut. So. Aber wir wollen ja hier runter. Und direkt drauf landen. Deswegen Powerrüstung. Kein Fallschaden. Hast du es jetzt wirklich? Naja, gut. Denn versuch es. Gib mir die Beleidigung. Ich sammle mir hier artig schon mal alles weg. Halt. Das Schlimme ist, wenn ich jetzt, spätestens jetzt, wenn ich jetzt porten würde, würde er mir sowieso in die Tasche stecken. Ob man ihn erschießt, das Einzige, was man jetzt machen kann, ist jetzt wirklich laufen. Laufen, 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 laufen. Weil er läuft einen ja so lange hinterher, wie er muss, bis er euch erreicht und euch den Witz erzählt. Oder ausloggen, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dann kriegt man es auch nicht. Ach ja. Ach, wieder eine 10mm und ein Kryolator. Habe ich extra weggelegt, damit ich mehr tragen kann. Und so dankt ihr mir das. Mir kommt immer wieder zurück in mein Inventar. Schlimm. So. Gut. Aha. 235. So, dann lassen wir uns jetzt mal beleidigen. Ich muss nämlich weitermachen. 45 warten jetzt hier nochmal. Ei. Gehen wir hier gleich Rocks hoch. Ist auch so ein Ding, was relativ weit weg ist. So. Mal kurz zu den Gleisen.
kriegen wir aber wenigstens gleich nochmal zwei, drei Blutadler. Das war jetzt eigentlich noch die Krönung wäre. Normalerweise kriegt man ja eigentlich in allem Drogen und ähnliches. Wenn man das jetzt aber solo macht, hier die ganzen Schatzkarten einmal abzuernten, dann bekommt man an und für sich von Drogen und Co. kaum was bis gar nichts. Sogar relativ selten, selbst bei dieser Masse. Hat man jetzt aber jemand anders, der das macht, und man steht nur daneben, dann kriegt man Kronkorken und Drogen ohne Ende. Naja, auch irgendwo ein bisschen verkehrte Welt, ne? Weil gerade die Drogen, die lassen sich ja immer gut in Credits umwandeln. Stimpaks und so. So. Das war dann jetzt auch endlich mal mein 10. Blutadler, ohne dass ich wirklich Blutadler machen wollte. Ja, es passt doch. So, jetzt müssen wir hier einmal zum Motorrad. Und das nächste abernten. Kann ja nur besser werden. Damit das schon mal den Einschuss los wird. So. Na, war klar. Ah, mit dem Wald wird auch nochmal dauern. Hi. Aber gut, das macht man. Also ich mache das quasi alle 3 Monate nur noch einmal. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Dann mache ich das eigentlich auch schon wieder eine Weile nicht mehr. Dann lohnt es sich eigentlich auch nochmal richtig. Jetzt weiß ich, wo ich überladen bin. Mein Hirsch ist schon wieder aus. Und nochmal ein Kryo. So. Sieht doch gut aus. Ich 3 Monate lang nur mit diesem Stahl leben können? Ich denke mal schon. So viel geht nicht kaputt. Oh, oh, oh. Da war gerade der E-Finger fast zu schnell. Hätte er nochmal Gewerkschaft mitgerissen. So, denn Savage will ich aber definitiv fertig kriegen. Komm, scroll, scroll, scroll. Da sind nochmal 41. Ja, das sind die Blümchen. Da warten Blümchen auf mich. Mal gucken, ob ich die Wölfe einfach mal ignorieren kann. Oh, trotzdem zur Klippe. Zu meinem geformten Stein, damit ich hier runterspringen kann und hier mein Hügelchen hab. So, nächster Hügel. Da kriege ich jetzt die letzten 2 noch gut mit. Wäre doch cool. Und Grabbel, Grabbel, Grabbel. Ja. Sind schon zu viele Baupläne. Die wiegen schon zu viel. Gut. Dann brauche ich jetzt nochmal ein Zeltchen. Ich glaube, würde ich das ohne First machen. Ich glaube, dann werde ich ja wahnsinnig, das von hier von A nach B zu tragen. Naja gut, wenn man genug AP hat, dann geht das. Dann schleift man sich halt hier von A nach B. Weil einige Stellen haben wir jetzt keine Werkbank direkt in der Nähe. Man müsste dann halt nur wissen, wo die Werkbänke sind. Oder man macht es halt übers mobile Camp. Kleines Minicamp, was man dann einfach immer wieder hinsetzen kann. Wo man es jetzt gerade braucht. Und verwertet dort.
Kostet aber auch wieder Kronkorken. So. Aber irgendwann, naja gut, irgendwann ist man durch mit den Kronkorken. Das ist nicht so das Ding. So, jetzt haben wir hier noch den letzten am Rissstandort. Da muss ich jetzt die Brandbestie einmal kurz wegschießen. Damit ich den hier gleich auch buddeln kann. Weil hier vorne irgendwo. Ich guck gleich, irgendwo hier war das. Ding sehe ich auch nicht immer gleich beim ersten Mal. Aber sonst kreischst du mich die ganze Zeit gleich an. Also komm, Mädchen. Hat dich erlaubt hier, mich zu hauen? Das ist ja... So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Du und du. Ihr zwei da hinten. Nicht mit dem Granatenwerfer snipen. Komm her hier. Ah, bist ja gerade wieder da. Und schon bist du wieder weg. Bleib doch hier. Bleib bei mir. Ach, jetzt bist du rumgelandet. Na gut. Aber irgendwo haben wir noch. Ach, hier. Du Snipe-Granatenwerfer, der keinen Granatenwerfer bei hat. Ich möchte auch einen Granatenaufsatz auf meinem Sturmgewehr haben. Das möchte ich auch haben. Das wäre richtig nice. Würde ich feiern. Aber so 40 mm Granatenaufsatz. So. Da haben wir Hügelchen. Graben, 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 graben. Haben wir jetzt in der Folge nur Savage Divine fertig gekriegt. Und ich habe wenigstens noch eine Pistole. Ja, und einen Kryolator schon? Nee. Den will er nicht einwechseln. Habe ich also noch nicht. Noch nicht. Na komm, Hügelchen, streng dich an, ich brauche einen Kryolator. Hab einen Kryolator. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. So, jetzt müssen wir hier nochmal natürlich klein machen. Geht ja nicht anders. So, einmal das hier, Armbrüstchen. Ein bisschen Holz muss sein. Zum Glück gibt eine Holzrüstung Holzreste. Aha. Kann man wieder gut verkaufen. Ja, ich möchte diesen Gegenstand einmal verwerten, bitte. Weil es ist nicht mein Favoriten-Kryolator. Da hat der gehobene Turtle schon was Besseres gefunden. Als ein Standard-Kryolator. Ich glaube, jeder legendäre Kryolator wäre einfach besser als Standard. Selbst ein Einsterne. Ne? So. Einmal hier alles rein. Einmal hier alles rein. Und dann werde ich jetzt erstmal zusehen, dass ich die Baupläne wegpacke. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.